Junge, Sir Graham, König Graham, wir haben eine gewichtige Angelegenheit, um die ihr euch kümmern müsst. Ich bin ganz Ohr. Fahrt fort. Nun ja, die neuen Uniformen sind da und laut Addendum 90210 entscheidet alleinig ihr die Kleiderfrage. Was ist euch lieber? Scharlachsonne oder purpurne Pracht? Willkommen zurück zu King's Quest und ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ja, Scharlach oder purpurne Pracht? Purpur ist so lila, oder? Scharlach ist rot. Rot, ja. Purpur ist lila. Also violett. Normalerweise. Also was nehmen wir? Purpur? Violett. Purpurne Pracht. Ganz sicher. Das Material ist zwar etwas teurer, aber die Qualität spricht für sich. Brillante Wahl, Euer Majestät. Sie ist Nummer 1. Nächster Punkt. Wie möchtet ihr mit Daventry Dekret 867530 verfahren? 867530? Eure Fußmassage. Wie soll damit verfahren werden? Die Fußmassage. Ja, mach mal Druckpunkte, oder? Hätte ich irgendwie instinktiv auch gesagt. Druckpunkte. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Genau. Allerliebst. Eure Entscheidungen formen das Königreich schon zum Besseren. Yeah. Das ist eindeutig besser. Sire, wir haben alle gestohlenen Betten. Allerdings werden vermehrt Kobolde gesichtet. Oho, die Horde scheint im Nordwesten aufzutauchen. Wie sollen wir vorgehen? Eine Audienz bei dem König. Wir brauchen eine Audienz bei ihrem König. Dann können wir in Ruhe verhandeln. Ein Sternpilzkuchen sollte helfen. Exzellente Strategie, Sire. Ich kümmere mich darum. Nun denn, was denkt ihr über Proklamation 741? Wie ist der Druck, Euer Majestät? Ganz wundervoll. Ganz wundervoll. Ihr habt ihn gehört, Gardisten. Proklamation 741 ist durch. Mittwoch ist jetzt offiziell Gegenteiltag. Gegenteiltag. Das wollte ich ja gar nicht. Was? Alias SpongeBob. Das gefällt mir gar nicht. Sire, Kyle und Larry wollen wissen, ob sie ihre Disco-Nacht im Thronsaal veranstalten können. Miss Madeline und ihr Hofstaat wünschen eine Audienz bei euch. Ich muss... Wer soll sich zuerst um die Kobolde kümmern? Kann ich eure Krone tragen? Nein. Akon. Und nein. Was soll ich machen? X. Nein. Akon und nein. Gegenteiltag! Ja heißt nein und nein heißt ja. Vergessen. Scheiße. Vergessen. Welche Farbe gefiel euch gleich? Na, nicht... Welches Addendum kommt als nächstes dran? Das Gegenteil? Addendum? Unsere Kobaltstrategie scheint nicht aufzugehen. Ich denke... Feiern wir dieses Jahr den Eiscreme zum Frühstücktag? Es gab ein Problem mit dem Abendessen. Wollt ihr umbestellen? X. Die Trolle wollen, dass auch die königlichen Rösser Socken tragen. Riecht's hier nach Sirup? Alarm! Es reicht! Raus! Alle! Ich brauche einen Moment. Keine Ahnung, was er hat. Das Problem ist, er ist nicht König Edward. Hier drinnen sind nicht mal Bienen. Ja. Verzeihung. Ich brauche nur frische Luft. Aber Sire, es regnet in Strömen. Schon gut. Ich besuche nur kurz Amaya und lasse etwas Dampf mit dem Brösler ab. Wie ihr wünscht, Euer Majestät. Brösler. Der Stuhl ist nicht so bequem, wie er aussieht. Das glaube ich. So, schauen wir uns mal um. Gärtnerständer. Ich weiß nicht, ob der Hut mir passt. Wieder Game of Thrones. Thron. Er ist sicher auch nicht bequem. Ja. Hauptsache die Optik. Schau die zwei Idioten. Graham, alles ist gut. Ihr müsst euch entspannen. Waren die nicht die von dem Wettrennen? Euer alter Hut. Den fanden wir so toll.
Der hockt immer noch auf ihm drauf? Ja, anscheinend. Wasser? Irgendwo musste ja gespart werden. Okay, da ist das Wasser. Das brauchst du sicher noch. Ja. Rüstung war nie mein Ding. Danke für die Einstellung, Sire. Ich bin mit Stolz euer Gardist Nummer 3. Das ist ja Frau. Jo, schaut so aus. Der stellt auch Frau rein. Warte mal, jetzt hab ich was verpasst. Scheiße. Nix hast du verpasst. Probier ich mal raus. Rein. Schau, da mein Dings. Ich wünschte, ich hätte ihn gerettet. Ich ging immer wieder meine Wahlmöglichkeiten durch, doch es lief stets auf dasselbe hinaus. Der Achaka, ne? Oder wie der heißt? Achaka. Ich glaub. So, geht's darüber? Nein. Geht's darüber? Nein, okay, passt. Das heißt, wir können nur in die Richtung gehen. Na, schau, was wir da haben. Papa. Sieht aus, als wäre Pilar heute wieder krank. König Gänselein! Hey, Alfi. Hey, ha, ja, alles ist toll. Oh, du siehst recht ungeschützt aus. Hier. Olfi will nicht, dass dein neuer glänzender Hut rostet. Danke, Olfi. Eine Pause tut gut. Addende absegnen ist nicht gerade das Abenteuer, für das ich ausgebildet wurde. Aber König Eddo wählte dich. Sehr viele Leute wollten diesen Hut. Pilar hat sich 17 Mal beworben. Ich wurde wohl zur richtigen Zeit geboren. Ich hatte Glück. Glück? Aber weißt du noch, wie du die gestohlenen Schätze zurückgeholt hast? Ja, ja. Oder wie du das unmögliche Rätsel gelöst hast? Oh, und diese riesige Bohnenstange erklommen hast? War das Glück? Hä? Wohl kaum. Die riesige Bohnenstange? Das interessiert jetzt nicht. Das war doch ein Märchen. Der Thron lässt mir kaum Zeit für Abenteuer. Ich will nur halb so gut sein wie König... Oh, König Eddo war nicht perfekt, kleiner Freund. Daventry war damals chaotisch. Oh, Olfi hat noch immer Narben am Rücken. Naja, wenn man so viel erreicht hat, vergeben einem die Leute meist die letzten Jahre. Komm schon, Gänselein. Ich bring dich in die Stadt. Und der Zahn steht ihm bis ins Auge. Tja. Ja. So, der Baum ist schon ein bisschen größer. Ja. Schau, der Baum kann sich noch erinnern, das war so ein kleines Bäumchen. Ja. Das ist der, den kenne ich. Na, bitte nicht. Na, das sind diese. Oh ja, die haben wir ja schon gehabt, oder? Die haben wir damals den Bogen abgeschossen. Den nervigen. Jetzt schauen wir den an. Deswegen sollte er den Baum wachsen lassen. Warum kann es bei uns nicht so schön regnen? Mach auf, bitte. Jetzt haben wir gleich den Ding gemacht. Abgeratzt. Addendum 48677. Sie hatten recht.
Ah! Herrje! Oh, Gwendolyn, bist du das? Nein, ich bin ein Gespenst. Komm rein, ich wollte dich nicht erschrecken. Opa, du sollst dich doch ausruhen. Du aber auch. Ich konnte nicht schlafen. Ich auch nicht. Ganz schön viele Geschenke für einen gebrochenen Arm. Ja, nun, ich bin definitiv schon mal anmutiger gefallen. Tut mir leid, dass ich dein Fechtturnier verpasst habe. Samstag ist noch eins. Ich werde zusehen, selbst wenn Kyle mich tragen muss. Hast du Angst vor dem Sturm, Liebes? Oder vor deiner Fantasie? Nein, ich habe vor gar nichts Angst. Nun denn, da keiner von uns schlafen kann, willst du eine Geschichte aus einer Zeit hören, in der ich definitiv auch Angst vor rein gar nichts hatte? Kommt ein Drache darin vor? Vielleicht. Es war ein ungemütlicher Abend, genau wie heute. Als Abenteurer wäre eine Koboldentführung ein Spaß gewesen, aber als neuer König war es schlimm. Mein Hut! Was soll das? Ich möchte euren König sprechen. Nein, 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 nein. Ich konnte die Hand vor Augen nicht sehen und ich war auch nicht sicher, ob ich alles sehen wollte, was dort war. Aha, ich musste etwas... Was war das? Ja? Ein Molch. Au, mein Knie! Oh, bäh. Es kann nicht so schlimm sein, wie es riecht. Jetzt... fangen den... Autsch, das saß... Kann das sein, dass du den Weg gehen musst, den der geht? Einfach ja, nur so runter? Ungefähr. Ich muss ihn fangen. Runter rauf. Alles gut. Alles gut. Jetzt ist es dunkel, wieder weitergehen. Da was ist er. Was war das? Au. 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 Nach links. Au. Au. Und fangen. Und... im Glas. Manch nicht. Hörst. Ein Leuchtmolch.